Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Osterzeit ist ja immer eine Zeit der christlichen Gedanken und Werte und wir sind sehr erfreut darüber, wie stark wir diese Werte im Moment erleben dürfen im Zusammenhalt, in der Gesellschaft, sowie auch bei uns im Speziellen im Handwerk. Wir wissen sehr wohl, dass es für die Soloselbstständigen und Kleinbetriebe eine sehr, sehr schwere Zeit ist und deshalb hoffen wir, ihnen Unterstützung geben zu können, zum einen mit Arbeit bei uns im Hause, zum anderen mit Gesprächen, die wir mit der Landesregierung führen, um Fördermittel jetzt in der kurzen Zeit zu erhalten, genauso wie in absehbarer Zukunft, weil wir sehr wohl wissen, dass diese Fördermaßnahmen für viele Betriebe zu gering sind. Und es gibt auch noch Betriebe, die zurzeit ein finanzielles Fundament haben und auch noch Aufträge abarbeiten können. Und mit längerer Dauer dieser Krise werden diese Betriebe wahrscheinlich auch noch in Schwierigkeiten kommen. Deshalb werden wir uns also weiter mit der Landesregierung da auseinandersetzen, um auch dann in einiger Zeit noch Fördermittel zur Verfügung zu haben. Ganz besonders freut es uns, dass wir Betriebe haben, die in solchen Zeiten sehr flexibel auf den Markt reagieren und neue Geschäftsmodelle entwickeln, indem zum Beispiel textilverarbeitendes Gewerbe Gesichtsmasken macht oder Bäcker, Metzger und Fleischer es schaffen, mit einem Lieferservice ihre Betriebe am Arbeiten zu halten. Deshalb bitten wir Sie, verlieren Sie vor allen Dingen nicht den Mut und nehmen Sie diese neuen Geschäftsmodelle auch in einer Zeit nach der Krise. Und die Handwerkskammer Koblenz unterstützt Sie dabei mit individuellen und passgenauen Beratungsleistungen, die für betriebswirtschaftliche, rechtliche, technologische Fragen zur Verfügung stehen. Wir versuchen Ihnen auch Wege aufzuzeigen in die Digitalisierung, gerade jetzt, wo Sie Ihre Kunden vielleicht auf anderem Wege erreichen müssen, als Sie das in der Vergangenheit gewohnt haben. Trotzdem wissen wir um die dramatische Lage in vielen Handwerken, Friseurhandwerk und alle Handwerke des persönlichen Bedarfs sind sehr betroffen. Sie treten mit uns in Austausch und wir wünschen uns das auch weiter, weil wir mit diesem Austausch auch uns an die Politik adressieren können und passgenau die Produkte weiterentwickeln können, die von der Landesregierung gemacht worden sind. Wir haben dazu auch schon einige Erfolge, die also in Anrechnungsformalitäten vereinfachte Prozedere bei den Antragstellungen münden und letztlich auch zu ihrem Nutzen sind. Wichtig ist dabei, dass Haupt- und Ehrenamt an dieser Stelle sehr intensiv zusammenarbeiten und das wollen wir auch an der Stelle demonstrieren. Und das machen wir natürlich gemeinsam als Präsident und Hauptgeschäftsführer unserer Handwerkskammer, zusammen mit den vielen, vielen Ehrenamtlichen, die uns unterstützen und natürlich die Mitarbeiter in unseren Häusern, die in einer solchen Zeit auch herausragende Leistungen abliefern. Deshalb, das sollte Ihnen Mut machen. Wir wünschen Ihnen daher für die Osterfeiertage alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund. Wünscht Ihnen Ihr Kurt Krautscheid und Ralf Hellrich.